begrüße Sie am heißesten Tag des Jahres 2020 aus unserer schönen, kühlen Schweichener Kirche mit dem Monatsspruch ab morgen für den Monat August. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, sagt der Psalmbeter im 139. Psalm. Ich stehe hier am Taufstein der Versöhnungskirche, weil dieser Psalm mich sofort an die vielen schönen Taufgottesdienste erinnert hat, die wir in unserer Stephanusgemeinde feiern. Bei der Taufe, da danken die Eltern Gott für die Geburt ihres Kindes und sie bitten ihn um seinen Segen. Und die ganze Gemeinde nimmt daran teil und bittet für ein kleines Kind. Denn wenn so ein kleines Baby geboren ist, dann wird uns bewusst, nicht nur den Eltern, was für ein unendlich wunderbares Geschenk das ist, wenn so ein kleines Menschlein da ist. Gesund. Die winzigen Finger, die winzigen Füße, man kann sich gar nicht satt sehen daran. Ich habe bei diesem Spruch auch immer denken müssen an das Lied von Bettina Wegner. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran. Darf man nicht drauf schlagen, sie zerbrechen dann. Die Sängerin erzählt, wie ihr dieses Lied eingefallen ist. Das ist eigentlich eine etwas lustige Geschichte, eine Begebenheit. Sie saß im Zug, einem massiven, richtig wie ein Gangster aussehenden Mann gegenüber. Mit einem, ja, böse gesagt, verschlagenen Gesicht und riesigen Händen. Und sie hatte ein bisschen Respekt, mit ihm da so alleine im Abteil zu sitzen. Und dann hat sie sich vorgestellt, auch dieser Mann war mal ein kleines, winziges Baby mit winzigen Fingern und winzigen Füßen. Und was ist seitdem alles in seinem Leben passiert, dass er jetzt so aussieht? Wunderbar gemacht sind wir alle. Nicht nur als winzige Babys, sondern auch, wenn wir von den Babysöckchen auf die ersten Schuhe wechseln. Auf die Konfirmationsschuhe, die Arbeitsschuhe oder später auf die Segelschuhe in der Rente. Wunderbar gemacht sind wir auch, wenn wir nur noch Socken tragen können, weil wir vielleicht bettlägerig geworden sind und hochbetagt. Jedes Alter hat seinen Reiz, seine wunderbare Seite. Das Alter ist ein Geländer, von dem wir besser sehen können. Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Wie gut, wenn so ein Spruch uns ein Leben lang begleiten kann. Wunderbar, das kommt in diesem Psalm, dieses Wort, zweimal vor. Einmal in unserem Monatsspruch für August und ein anderes Mal am Anfang. Da geht es um Gott, der mich erforscht, mein Herz kennt, der alle meine Wege sieht und dessen Hand mich unsichtbar hält. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, sagt der Psalmbeter. Über Gott, da können wir nur mit menschlichen Bildern sprechen, aber er ist größer und dennoch da, für mich, für dich, für sie. Er begleitet unsere Wege. So schließe ich diesen kleinen Gruß mit dem Ende des Psalms. Du hast mich gebildet, da ich im Verborgenen wurde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Erforsche mich, Gott, und kenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Gott geleite und schütze Sie.
auch im Monat August. Amen. Und nun hören wir ein Lied, das uns Baumännerfrauen zu diesem Vers gleich eingefallen ist, was oft bei Taufen und wahrscheinlich auch bei den Konfirmationen, die wir jetzt im September feiern, gesungen werden. Vergiss es nie, dass du liebst und keine eigene Idee und dass du alles, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du liebst war eines anderen Idee und dass du alles, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer Gott dazu. Du bist du, das ist der Clou. Vergiss es nie.